herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress oder besser gesagt Namaste. Das ist die Begrüßung in Indien und wir beginnen heute unsere indische Woche. Namaste bedeutet eigentlich nichts anderes als ich verbeuge mich vor dir. Und wir beginnen natürlich mit dem Rezept, was in der indischen Küche Nummer 1 ist. Wir beginnen mit dem Brot, dem Naanbrot. Aber nicht das gewöhnliche Naanbrot, nein, wir beginnen mit Knoblauch-Naanbrot. Und das ist so lecker, müsst ihr euch nachmachen. Passt nicht nur in die indische Küche, kann man auch gerne zu allen möglichen dazu nehmen. Ob als Grillbeilage, zu Suppen oder Eintöpfen, wie auch immer. Macht es nach. Es ist absolut fantastisch. Für das Knoblauch-Naanbrot brauchen wir natürlich auch Knoblauchbutter. Die stellen wir her aus einer Knoblauchzehe, einem halben gehäuften Teelöffel Tiefkühlpetersilie oder ihr nehmt drei Stängel frische Petersilie. Ich nehme immer als Messlöffel die hier. Die schreibe ich mal unten in meine Empfehlungsliste. Die findet ihr unter dem Video, unter dem schriftlichen Rezept. Somit hat man nämlich immer die gleiche Menge und Teelöffel sind ja manchmal auch unterschiedlicher Größe und da kann das Ergebnis auch dementsprechend immer unterschiedlich sein, aber hier habt ihr immer das gleiche Ergebnis. Anschaffung lohnt sich auf jeden Fall. Dann brauchen wir 125 Gramm Butter und einen halben Teelöffel Salz. Für das Naanbrot selbst brauchen wir 150 Gramm Milch, die habe ich noch im Kühlschrank stehen. Dann brauchen wir 20 Gramm frische Hefe, 2 Teelöffel Zucker, 400 Gramm Weizenmehl, 550, 1 Teelöffel Salz, 4 Esslöffel Olivenöl, 4 Esslöffel Joghurt, ich habe hier den selbstgemachten Naturjoghurt und 1/4 Teelöffel Backpulver. Und das war's auch schon. Wir beginnen damit mit einer dicken Knoblauchzehe. Sind die nicht zu dick, nehmt lieber zwei kleine. Und unserem halben Teelöffel Tiefkühlpetersilie bzw. eure drei Stängel frische Petersilie. Und das zerkleinere ich zuerst, dann setze ich dann meinen Mixemeiser ein. Dann bleibt das alles schön im unteren Drittel. So, zerkleinert ist es. Schaut mal, natürlich noch gar nicht so viel zu sehen, aber es ist wunderbar zerkleinert. Das schiebe ich mir jetzt nach unten. Und jetzt, was den Knoblauch angeht, bitte, 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 schaut immer auf dem Zettel, wenn ihr die Knoblauchzehen kauft. Unten steht immer das Ursprungsland. Wenn da drauf China steht, lasst die Finger davon. Mehr kann ich euch nicht sagen. Die meisten Agrarböden in China sind chemisch verseucht. Und sie pflanzen Knoblauch an, um den Boden zu reinigen. Und dieser Knoblauch, sagen wir es mal so, böse Zungen sagen, dieser Knoblauch wird dann nach Europa verschifft. Und hier bei uns im Norma gibt es wirklich tatsächlich nur China-Knoblauch. Ich fasse das Zeug nicht an. Guckt darauf, dass es aus einem EU-Land kommt. Spanien ist okay, aber am besten deutschen Knoblauch. Ne? Aber wenn es den halt hier nicht gibt, weil es keine Saison dafür hier ist, nehmt spanischen, italienischen Knoblauch. Aber bitte lasst die Finger weg vom chinesischen Knoblauch. Das ist geht gar nicht. Ne? Tut eurer Gesundheit was Gutes. 125 Gramm Butter. Jetzt, wo wir die Butter direkt weiterverwenden werden, könnt ihr zimmerwarme Butter nehmen. Das ist gar kein Problem. Wollt ihr euch größere Portionen machen und die dann einrollen fürs Grillfest oder so, bitte nehmt kalte Butter. Aber hier ist die Temperatur egal und wir brauchen 125 Gramm. Dazu kommt jetzt noch ein halber Teelöffel Salz. Und auch hier setze ich dann wieder meinen Mixemeiser ein. Dann kann es das besser verrühren. 5 Sekunden auf der Stufe 10. Dann schauen wir mal. Ja, das sieht schon recht gut aus.
Ja, aber ihr seht, da sind noch ein paar Bröckchen von der Butter. Ich schiebe das jetzt nochmal alles nach unten. Und dann ein zweites Mal 5 Sekunden auf der Stufe 5. Nochmal reinschauen. Sollte jetzt in Ordnung sein. Ja, wunderbar. Tolle Konsistenz. Schaut mal. Gell? Und das fülle ich mir jetzt einfach um in ein kleines Schüsselchen, weil damit werden dann nachher unsere nahen Brote bestrichen. Oder ihr macht es halt so wie ich. Ihr nehmt einfach euren zweiten Topf und macht direkt weiter. Und zwar geben wir unsere Vollmilch hinein. 150 Gramm. Dann kommen 20 Gramm Hefe dazu. Und 2 Teelöffel Zucker. Das Ganze wird aufgelöst und zwar 3 Minuten 37 Grad auf der Stufe 2. Und da hinein geben wir jetzt vom Weizenmehl 550 400 Gramm. Dazu kommt Salz, einen Teelöffel, vom Olivenöl geben wir 4 Esslöffel dazu, oder? Waren es 4 Esslöffel? Genau, 4 Esslöffel. Dazu noch 4 Esslöffel von unserem selbstgemachten Naturjoghurt oder gekauften, dementsprechend, was ihr gerade zu Hause habt. Von dem Backpulver ein Viertel Teelöffel. Das Ganze wird jetzt auf der Teigstufe 3 Minuten durchgeknetet. Dann zeige ich euch mal, wie dieser Teig aussieht. Ja, und er hat eine wunderbare Struktur. Er ist ein wenig klebrig, ne, aber nicht zu viel, das geht. Und den lasse ich jetzt hier drin eine Stunde lang gehen. Und in der Zwischenzeit mache ich mir mein Backtrennmittel, weil das ist mir ausgegangen. Und Knoblauchpaste muss ich mir auch noch machen und noch so ein paar andere Sachen. Los geht's. Ich freue mich echt wie Bolle drauf. Das wird ein richtig klasse Naanbrot. So, ich bin ja umgestiegen von Mehl auf Kartoffelpuder. Ich mache das auch noch mal unten in die Empfehlungsliste rein. Das ist unbezahlte Werbung, weil ich mag gerne unsere Mühle unterstützen. Na, wo habe ich denn jetzt mein... Meine Teigschraube verlegt. So, da ist sie. Jetzt knete ich den Teig einfach noch ein bisschen. Und der ist jetzt auch nicht mehr klebrig, gell? Also, ihr seht ja, der ist richtig klasse. Jetzt mache ich 8 Naanbrote draus. Muss auch nicht alles so genau sein. So, einmal halb durch und dann nochmal.
So. Und dann knete ich mir die zuerst einmal in Kügelchen. Drei Stück werden jetzt zuerst mal ausgerollt. Jetzt hier meine alte Lieblingspfanne fürs Brotbacken und die erwärme ich jetzt auf 160 Grad beim Induktionskochfeld. Ihr könnt sie vorwärmen und dann auf mittlere Hitze runterschalten. Okay? Manchmal werde ich gefragt, was ich hier alles so stehen habe. Das kann ich euch ganz mal kurz, bis sich das aufheizt, sagen. Limonenöl, Walnussöl, Mandelöl, Olivenöl, Rapsöl, Kürbiskernöl, Arganöl, Erdnussöl und Sesamöl. Also da habe ich immer meine ganzen Öle stehen. So, das ist jetzt auch fertig. Und dann mache ich den ich als erstes ausgerollt habe, auch schon rein. Und mache meinen Deckel drauf. Ich sehe immer zu, dass ich drei ausgerollt habe. Das heißt, einen habe ich reingemacht und den dritten rolle ich jetzt wieder aus. So, ich habe es jetzt auf 120 runtergeschaltet. Auf 160 habe ich es sozusagen vorgewärmt. Und jetzt umdrehen und dann sind sie auch gleich fertig. Die gehen super schnell. Und dann seht ihr auch, ja, wie die sich aufplustern. Und die zweite Seite braucht gar nicht so lang. Ne? Sind richtig aufgeplustert. Wenn die abkühlen, geht die Luft runter. Und dann mache ich auch direkt schon den zweiten rein. Und Deckel wieder drauf. Und den heißen Fladen. Denn da kommt direkt unsere Knoblauchbutter drauf. Aber das mache ich dann nur auf eine Seite, damit die mir nachher nicht so speckig werden, gell? Aber schaut mal, toll, oder? Wenn sich solche Blasen gebildet haben, dann könnt ihr schon mal unten drunter gucken und dann sind sie meistens auch schon fertig. Und dann rumdrehen. So, und immer wieder, wenn ihr einen neuen in die Pfanne macht, wird dann wieder eine ausgerollt, dass sie immer drei da liegen hat. Sinn und Zweck dahinter ist halt, dass die ersten beiden dann genügend Zeit haben, noch ein bisschen zu gehen. Und immer schön abdecken mit einem Handtuch, damit es euch nicht zu trocken wird. Ja, das war's eigentlich schon. Ihr könnt diese Naanbrote auch unbestrichen lassen, also keine Knoblauchbutter drauf machen und sie auf Vorrat machen und immer mit ein bisschen Pergamentpapier dazwischen, Butterbrotpapier dazwischen einfrieren. Dann könnt ihr die einzelnen rausholen, einfach in euren Toaster stecken und dann während der im Toaster ist, zwischendurch immer mal so ein bisschen drehen, damit der von allen Seiten gut auftaut. Dann ist er auch schon warm und dann kann man frisch mit Knoblauchbutter bestreichen. Also es ist schon eine super Sache. Ich liebe diese Dinger, weil die einfach so leicht zu machen sind. Ja, und dann mache ich das fertig und dann zeige ich euch mal, wie sie von innen aussehen. Ich habe meine Naanbrote jetzt fertig ausgebacken, aber habe eine jetzt nicht mit Knoblauchbutter bestrichen, weil ich wollte euch was zeigen. Denn
Die sind so genial, ihr könnt sie auch halbieren und dann befüllen als Dönerbrote. Gell? Was ihr jetzt noch machen könnt, bevor ihr sie auftischt, könnt ihr sie noch mit schwarzem Sesam bestreuen und noch ein bisschen glatte Petersilie schneiden, so in Streifen schneiden und auch noch drüber drüseln, ne? Dann sieht das auch optisch richtig klasse aus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und glaubt mir, das ist absolut mega lecker, besonders wenn es direkt frisch zubereitet wird, kurz vorm Essen. Ja, wie gesagt, schwarzen Sesam drüber, ein bisschen geschnittene Petersilie. Manche mögen auch den Koriander, den könnt ihr euch auch frisch drüber schnippeln, wenn ihr mögt. Und Koriander könnt ihr immer mit Petersilie ersetzen. Das geht ganz gut, weil es gibt schon Leute, die Koriander nicht ausstehen können. So von daher habt ihr ja die Möglichkeit. Am Mittwoch gibt es ein super leckeres Gericht mit Hähnchen. Soweit verrate ich es schon mal. Und für dieses Gericht braucht ihr definitiv das Tandoori Masala Gewürz, was wir ja letzte Woche hatten. Und das werde ich euch hier oben mal verlinken nochmal. Dann könnt ihr es euch machen, falls ihr es nicht zubereitet habt. Gell? Und fürs Wochenende wird es ein indisches Dessert geben. Lasst euch überraschen und bleibt neugierig. Eure Claudia. Ciao.